das Kabinett notfalls durch eine kurzfristig einberufene Telefonschaltkonferenz oder Videokonferenz da eine Entscheidung treffen kann. Wir sprechen jetzt über Maßnahmen zur Sicherheit im Sinne der Abschottung, aber auch die Weltgesundheitsorganisation, die ruft die europäischen Mitgliedstaaten noch einmal zu einer Verschärfung ihrer Corona-Maßnahmen auf. Was können wir Ihrer Meinung nach noch tun? Das Impfen haben Sie kurz angesprochen. Das müsste dann jetzt schnell gehen, oder? Das Impfen sollte sofort beginnen, wobei ja das Thema ist, dass die Zulassung in der Europäischen Union etwas länger gedauert hat. Da kann man sagen, Gründlichkeit vor Schnelligkeit ist auch ein Wert. Allerdings denken wir, es muss schnell wie möglich losgehen. Gleichzeitig erwarten wir ja leider, dass zu Beginn nicht genug Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Also das Impfen der Bevölkerung, so jedenfalls die Bundesregierung dem Parlament gegenüber, wird ja Monate dauern und bis alle Risikogruppen in Deutschland durchgeimpft sind, rechnet man sogar damit, dass das ganze Jahr 2021 verstreichen wird oder gebraucht werden wird. Umso unverständlicher ist es für uns, dass eben nicht genügend oder ausreichend Impfstoff offensichtlich bestellt worden ist. Wir haben mal durchkalkuliert, also für nur 7 Milliarden Euro mehr hätte man bei allen aussichtsreichen Impfstoffkandidaten ausreichend Impfstoffdosen bestellen können. Und dass wir da den Finger in die richtige Wunde gelegt haben, zeigt ja das fast hektische Bemühen der Bundeskanzlerin selbst bei BioNTech, jetzt noch Impfstoffdosen nachzubestellen. Wir hoffen jedenfalls, dass es erfolgreich ist, sodass eben schneller mehr Menschen in Deutschland geimpft werden können. Kritik also am Impfmanagement kommt da vom stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Michael Theurer. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir blicken auf die ganz aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland. Das wissen Sie natürlich, am Wochenende übermitteln nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen dem Robert-Koch-Institut. Aber in den vergangenen 24 Stunden sind 22.771 positive Testergebnisse an das RKI gemeldet worden. Das sind 2.571 mehr als noch vor einer Woche. Insgesamt gelten nun mehr als 370.000 Menschen als akut infiziert. 409 Menschen starben mit oder an dem Coronavirus. Und die Zahl der Toten steigt insgesamt auf 26.049. Dennoch, in mehreren Städten Deutschlands sind auch heute wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Unter dem Motto Schweigemarsch gegen Diskriminierung und für Menschenrechte demonstrieren die Menschen zum Beispiel wie hier in Berlin. Sie fordern unter anderem einen Kampf gegen die Pandemie ohne den Einsatz von Impfstoffen. Ja, die US-Arzneimittelbehörde hat unterdessen einen zweiten Corona-Impfstoff per Notfallzulassung erlaubt. Und schon beginnt die Verteilung. Das Mittel kommt vom US-Unternehmen Moderna. Bereits ab morgen soll es eingesetzt werden. Bis zum Jahresende seien landesweit 20 Millionen Impfdosen verfügbar. Im Januar soll übrigens das Moderna-Mittel ja auch in der EU zugelassen werden. Deutschland erhält davon dann rund 50 Millionen Einheiten. Zusammen mit dem BioNTech-Mittel sollen im kommenden Jahr fast 70 Millionen Deutsche geimpft werden. Während der Weihnachtsferien bietet New York seinen Besuchern und Einwohnern eine besondere Show, auch im Corona-Jahr. Dieses Jahr strahlt ebenfalls das Empire State Building in buntem Glanz, choreografiert vom berühmten Lichtdesigner Mark Brickman. Dieses leuchtende Wahrzeichen Manhattans ist ein warmer Weihnachtsgruß an alle New York-Fans, und zwar trotz der Reisebeschränkungen in diesem Jahr. So viel für den Moment von uns. Nachrichten rund um die Uhr immer auch unter www.welt.de.